Ich heiße Guido Knopp und ich habe die Ehre, für Phoenix den Film Die Stunde Null zu moderieren. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Vor 70 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Dieser Krieg ist bis heute der größte militärische Konflikt in der Geschichte der Menschheit. Und mit ihm verbinden wir unglaubliche Kriegsverbrechen, Zerstörung, Brutalität. 60, 70 Millionen Menschen verloren in diesem Krieg ihr Leben. Und natürlich wirkt das alles nach, bis heute. Eine der ganz großen Lehren dieses Krieges ist auch, nur ein geeintes Europa kann auf Dauer ein friedliches Europa sein. Es gab mal in der DDR einen Spielfilm mit Manfred Krug. Das Drehbuch hatte Jurik Becker geschrieben, der hieß Meine Stunde Null. Die DDR war ziemlich früh mit diesem Begriff umgegangen. Die westdeutsche Betrachtung auf das Kriegsende war eher so der Zusammenbruch. Wie bringen Sie denn jetzt nun beide Sichten in diesen Film hinein? Gibt es so einen Versuch einer deutsch-deutschen Annäherung? Die deutsch-deutsche Annäherung wird von uns natürlich versucht. Ob sie von den Menschen nach wie vor so empfunden werden wird, ist eine spannende Frage. Wird sich zeigen, können wir auch nur einen Mosaikstein liefern. Für mich zeigt sich das momentan so, dass das Element Befreiung von den wenigsten in Deutschland generell so verstanden worden ist. Im Osten eh nicht, weil die Leute die Rote Armee subjektiv damals nicht als Befreier erlebt haben. Von Ausnahmen, Kommunisten, die im Untergrund gewesen waren, Häftlingen etc. abgesehen. Im Westen ist es als Zusammenbruch verstanden worden. Objektiv war beides natürlich eine Befreiung. Die Befreiung im Westen, die Befreiung im Osten vom Unrechtssystem des Nationalsozialismus. Freilich folgte dem im Osten eine andere Diktatur einige Jahrzehnte lang. Und es gibt ja die These, dass die wahre, endliche Befreiung für die Menschen im Osten von den Menschen selber erkämpft wurde und am 9. November 1989 ihren Höhepunkt gefunden hat. Nun stehen Sie aber dennoch als Filmemacher, der sich so lange mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, ja vor der immer wieder selbstgestellten Aufgabe, wie man sich erstens selber motiviert, sich diesem Stoff zu nähern, weil er irgendwie schon auserzählt zu sein scheint, und wie man verschiedene Generationen vor dem Fernseher auf unterschiedliche Art und Weise motiviert, weil die einen haben genug Kenntnis darüber, wie sie meinen, und manche wissen noch gar nichts. Wie schaffen Sie diesen Spagat? Also für mich ist diese Motivation diesmal der völlig neue Ansatz von Phoenix, nämlich auszugehen von dem Gedanken, dass wir uns dem Ende des Krieges und der Zeit danach quasi archäologisch nähern. Wir gehen beispielsweise auf die Felder zwischen Berlin und den Seelower Höhen, wo in den Lagern rund um die Wälder dort russische Soldaten am Ende des Krieges kampiert haben, auch in den ersten Kriegsmonaten danach. Und es wird danach gegraben. Das Brandenburgische Landesamt gräbt danach, wie archäologische Funde so aus der Zeit der Germanen und Römer, so gräbt man heute 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg nach dessen Relikten. Und wir finden Patronen, wir finden Mäntel, wir finden Koppel, wir finden erbeutete Löffel, Messer, Gabel, Silber, Uhren etc. Das sind Elemente, die natürlich das Ganze sehr präsent machen und sehr nachvollziehbar machen. Und an den Orten zu sein, die es ja heute noch gibt, und zu erfahren, wie denn damals das Erleben der Menschen an diesen Orten war, beispielsweise in dem Tiefbunker am Alexanderplatz, wo eigentlich nur 3000 Leute die Bombenangriffe überleben sollten, aber 15.000 drängten sich am Ende des Krieges darum unter unvorstellbaren Verhältnissen und mussten nach dem großen Angriff Anfang Februar 1945, weil die Luftzufuhr nicht mehr bestand, die war auch bombardiert worden, zerstört worden, mussten noch während der Angriffe raus. Das von Zeitzeugen zu hören, das geht schon unter die Haut. Das muss man sich so vorstellen, dass die Menschen sehr aufgeregt mit ihrem Gepäck und den Kindern auf diesen Punkt zueilten, wo sie wussten, dass sie hier in Sicherheit sind. Nun ist es ja so, dass Sie als Fernseh
Historiker, TV-Historiker sich aus so unterschiedlichen Blickwinkeln diesem Zweiten Weltkrieg genähert haben, dass für mich irgendwie wahrscheinlich als jemand, der den Zweiten Weltkrieg auch zu großen Teilen durch ihre Arbeit mit nacherlebt hat, die Frage steht, gibt es überhaupt noch irgendetwas, was Sie interessiert am Zweiten Weltkrieg? Ja, eine ganze Menge. Beispielsweise das, was wir in den letzten Tagen gemacht haben. Also ich war noch nie auf den Seeloer Höhen. War für mich schon mal auch touristisch und historisch ein interessanter Ort. Ich habe es so nachempfunden, die sind gar nicht so hoch, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ich habe gedacht, das ist eine Verteidigungsanlage, ganz hoch, runter zur Oder zu. Ist nicht, das ist so ein kleiner Hügel. Für Brandenburger Verhältnisse wahrscheinlich schon eine enorme Höhe, okay. Dann natürlich diese ganzen Fundstücke in den Wäldern um Berlin. Wie gesagt, die ganze Geschichte am Alexanderplatz. Wir werden einen Tempelhof natürlich heute Nachmittag noch drehen. Wir waren im alten RBB-Gebäude, das am Kriegsende eine enorme Rolle spielte. Wir haben natürlich auch Filmelemente in diesem Film drin, die von mir im Jahre 2005 verantwortet wurden. Da hatten wir den Film Die letzte Schlacht. Das war ein eigentlich ziemlich guter Fernsehfilm mit dokumentarischen Elementen über die letzten Tage in Berlin. Und wir zeigen da natürlich auch Ausschnitte immer wieder mit diesem archäologischen Griff. Und die Verbindung, den Eindruck habe ich, das funktioniert. Was mich persönlich interessiert, ist etwas, was ich auch in der Diskussion unmittelbar vor diesem Film in Phoenix haben werde, nämlich eine Diskussion, die den Begriff der Stunde Null kontrovers diskutieren wird, nämlich die Frage, war es eine Befreiung, für wen war es eine Befreiung, was wir eben auch besprochen hatten. Da wird Erika Steinbach etwas ganz anderes sagen als Gesine Schwan, die beide dabei sind. Und ich denke, dass ich am Ende vielleicht sogar eine Art von Synthese herausarbeiten werde. Ich würde mir das wünschen. Geht Knopp, wir sind hier im Kapitulationsmuseum in Karlshorst. Das heißt jetzt deutsch-russisches Museum inzwischen. Was drehen Sie hier? Wir drehen hier Moderationen, Assoziationen zum letzten Akt der Kapitulation. Für mich ist das eine Wiederkehr zu alten Drehorten. Ich war hier im Jahre 85 bei meinem ersten Film für das ZDF, der letzte Akt, Stunde 045. Ich war hier im Jahre 95 mit den noch überlebenden Zeitzeugen der Kapitulation und heute hier bei einem Versuch, sich dem Geschehen vor 70 Jahren ohne Zeitzeugen quasi archäologisch als Tatort zu nähern. Und der Ort ist nach wie vor eindrucksvoll. Wissen Sie, warum Karlshorst gewählt wurde? Karlshorst lag, denke ich, schon im Machtbereich natürlich der Roten Armee, im schon eingeplanten Besatzungsort Berlins. Es war eine intakte Offiziersschule. Und was hätte man anders nehmen sollen? Es war leicht absperrbar und es war der ideale Ort für diese Wiederholung der Kapitulation von Reims. Haben Sie manchmal das Gefühl, Geschichte wäre anders verlaufen, wenn bestimmte Ereignisse nicht stattgefunden hätten? Ja. Gibt es solche Überlegungen, auch Fantasien vielleicht? Ganz sicher. Also ich denke, wenn das Attentat vom 20. Juli gelungen wäre und es war ja nur eine Bombe, die noch in der Aktentasche von Stauffenberg hätte sich befinden müssen, auch wenn sie nicht geschärft worden wäre, das Ganze wäre anders verlaufen. Ich glaube, dass es dann einen Waffenstillstand gegeben hätte. Die ganzen feigen Feldmarschälle, die sich vorher nicht geoutet hätten, hätten sich geoutet, hätten sich bekannt. Sie wollten ja im Westen einen Waffenstillstand schließen, im Osten weiterkämpfen. Illusion. Diese Illusion wäre ihnen genommen worden, denn die Alliierten wollten ja eine Kapitulation an allen Fronten und zur gleichen Zeit. Man hätte kapitulieren müssen. Was wäre dann geschehen? Es wären auch 4 Besatzungszonen errichtet worden, wie es die tatsächlich dann gegeben hat. Es wäre auch ein Bevölkerungstransfer, eine Vertreibung gewesen, aber eben nicht auf der Flucht vor der Rache der Roten Armee, sondern halbwegs nach dem Waffenstillstand im Frieden.
Es wären vor allem Hunderttausende von Opfern erspart gewesen des Holocaust. Der hat erst im Juli, August, September die ungarischen Juden ihren schlimmen Höhepunkt gefunden. Mehr Soldaten sind zwischen Juli 44 und Mai 45 umgekommen als in allen fünf Kriegsmonaten, als in allen fünf Kriegsjahren zuvor. 135 noch unzerstörte Städte wären nicht mehr zerstört worden, und vor allem hätten wir sagen können, wir haben den Tyrannen selber erledigt. Es hat nicht sollen sein.